Ich wurde im Alter von 35 Jahren geschieden und lebe mit meinem 11 Jahre alten Sohn zusammen. Durch das Scheitern meiner Ehe habe ich meinen Glauben an die Liebe verloren, so dass ich nicht daran dachte, wieder zu heiraten. Obwohl es sehr schwer war, mein Kind allein aufzuziehen, habe ich meine ganze Liebe in meinen Sohn gesteckt. Es war eine große Erleichterung und Genugtuung zu sehen, wie gut er sich benahm und gehorsam wurde. Um meinem Sohn bessere Lebensbedingungen bieten zu können, nahm ich zwei Jobs an, die mich oft zu Überstunden zwangen. Ich wusste, dass ich nur durch harte Arbeit meinem Kind ein besseres Leben bieten konnte. Eines Tages war ich nach der Arbeit bereit, nach Hause zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt war ich sowohl geistig als auch körperlich sehr müde. Ich hatte vor, nach Hause zu fahren und mich zu entspannen. Aber ich hatte keine Ahnung, dass der Autounfall mein Leben grundlegend verändern würde. Als ich die Straße entlang fuhr, begannen meine Augenlider schwer zu werden. Ich bemühte mich, wach zu bleiben, aber ich fiel bald in einen schläfrigen Zustand. Plötzlich verlor ich die Kontrolle über mein Auto und fuhr direkt gegen einen großen Baum am Straßenrand. Ich erinnere mich, dass das Auto sehr schnell fuhr. Nach dem Aufprall auf den großen Baum schlug mein Kopf gegen das Lenkrad. Ich spürte einen stechenden Schmerz in meinem Kopf und verlor dann das Bewusstsein. Ich weiß nicht, wie lange es dauerte, aber ich fand mich plötzlich in der Dunkelheit wieder. Um mich herum herrschte Stille und kein Geräusch. Ich wusste nicht, wo ich mich befand und was ich als nächstes tun sollte. Doch schon bald tauchten um mich herum eine Reihe von Geistern auf. Sie liefen ziellos umher, wie Zombies. Sie trugen uralte Gewänder. Ich wollte aus dieser Dunkelheit herauskommen, aber ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Ich begann zu schreien und versuchte, Hilfe zu holen, aber niemand antwortete mir. Ich bemerkte einen Mann zu meiner Rechten. Obwohl ich sein Gesicht nicht sehen konnte, fühlte ich mich ein wenig an meinen toten Großvater erinnert. Seine Kleidung ähnelte einer der früheren Kleidung meines Großvaters. Er stützte sich auf einen Gehstock und trug einen Hut mit Entenzunge. Als ich mich verwirrt fühlte, sagte er mir, ich solle nicht mit den Geistern sprechen. Sie seien nicht bei Bewusstsein, sondern lebten nur in einer Traumwelt. Sie liefen wie Roboter, ohne jedes Ziel. Das machte mich sehr traurig, denn sie konnten nicht denken und irrten einfach in endloser Dunkelheit umher. Er sagte mir auch, dass diese Seelen, obwohl sie wie hirnlose Roboter aussahen, dennoch erweckt werden konnten. Plötzlich erschien vor mir ein Licht. Es wurde größer und größer, als ob es mich in eine ganz neue Welt führen würde. Ich spürte, wie ich auch friedlicher wurde. Ich ging in die Richtung des Lichtes. Als ich mich dem Licht näherte, spürte ich eine Wärme, die mich einhüllte. Ich trat in das Licht und alles um mich herum wurde heller. Ich sah einen wunderschönen und friedlichen Anblick. Die Welt war erfüllt von Liebe und einer vollständigen Reinigung und Taufe meiner Seele. Ich sah einen sehr schönen kleinen Strand. Es gab viele Farben, die ich vorher nicht gesehen hatte. Der Sand war sehr weiß und schimmerte in einem sanften Glanz. Ich trat so sanft auf ihn, dass es sich anfühlte, als würde ich auf Baumwolle treten. Ich spazierte am Strand entlang. Die Meeresbrise wehte mir ins Gesicht und ich konnte die frische Luft riechen. Die Wellen plätscherten gegen das Ufer und gaben ein klares Geräusch von sich, das mich sehr entspannte. Ich sah auch einige exotische Tiere. Sie liefen frei am Strand entlang und schienen mich willkommen zu heißen.
Ich spazierte eine Weile an der Küste entlang und sah einen wunderschönen Garten. Die Blumen hier unterschieden sich von denen auf der Erde, sie waren farbenfroh. Einige waren sehr seltsam geformt, und ich hatte noch nie solche Blumen gesehen. Auch die Schmetterlinge hatten bunte Flügel und trugen zum unendlichen Leben des Gartens bei. Als ich weiter durch den Garten ging, kam ich zu einem kleinen Haus. Die Architektur dieses Hauses war völlig anders als alles, was ich bisher gesehen hatte. Es war aus Kristallen gebaut und sah sehr geheimnisvoll aus. Ich sah einen sehr freundlichen alten Mann mit einem Lächeln im Gesicht. Er begrüßte mich und lud mich in sein Haus ein. Das Haus war sehr geräumig und gemütlich. Ich sah ein sehr schönes Gemälde an der Wand hängen. Der alte Mann erzählte mir, dass er es selbst gemalt hatte. Er mag es, seinen Pinsel zu benutzen, um sein Verständnis und seine Gefühle über die Welt auszudrücken. Ich unterhielt mich lange mit dem alten Mann und er erzählte mir viele Dinge, die ich noch nie gehört hatte. Er sagte mir, dass es in dieser Welt mehr gibt als nur alles auf der Erde, dass es sogar noch mehr geheimnisvolle und schöne Dinge gibt. Ich könne die Antworten finden, wenn ich sie mit meinem Herzen erfühle. Der alte Mann zeigte auf ein Gebäude in der Ferne und sagte mir, ich weiß, dass du viele Zweifel in dir trägst, und dieser Ort kann dir die Antworten geben, die du suchst. Ich verabschiedete mich von dem alten Mann und ging auf das höchste Gebäude zu. Ich war voller Neugierde und Vorfreude. Als ich näher kam, erkannte ich, dass es sich nicht um ein gewöhnliches Gebäude, sondern um ein prächtiges Schloss handelte. Es war aus Diamanten und Kristallen gebaut. Die Wände des Schlosses waren mit Edelsteinen in allen Farben besetzt, von denen jeder einzelne einen herrlichen Glanz ausstrahlte. Ich betrat das Schloss, dessen Wände mit allerlei fantastischen Gemälden geschmückt waren. Allmählich gelangte ich in die Mitte des Schlosses, und eine riesige Kristallkugel erschien vor mir. Der Anblick in der Kristallkugel verschlug mir den Atem. Ein Ausschnitt aus meinem Leben spielte sich darauf ab. Zuerst spielte sie sehr schnell, dann langsamer. Einige der Bilder waren von Dingen, die ich völlig vergessen hatte. Es war, als würde ich einen meiner eigenen Filme sehen. Einige der Erinnerungen bereiteten mir Freude. Während andere mich mit Gewissensbissen zurückließen. All dies hat mir geholfen, mich selbst besser zu verstehen. Hier werde ich nicht von Gott oder jemand anderem verurteilt oder bestraft. Stattdessen muss ich mich selbst verurteilen, was eine Form der Selbstreflexion und der Aufrichtung ist. Mir wurde klar, dass ich eine Menge Zeit auf der Erde verschwendet hatte. Ich erkannte, dass der Sinn des Lebens nicht nur darin besteht, mein eigenes Glück zu finden, sondern auch, mehr für andere zu tun. Plötzlich erschienen viele Menschen in langen weißen Gewändern vor meinen Augen. Ich sah eine Gruppe von Menschen in weißen Gewändern auf mich zukommen. Sie trugen einen Hauch von Heiligkeit in sich. Sie hatten nichts Verschnörkeltes an sich, aber sie vermittelten mir ein Gefühl von Anmut und Würde. Der Mann in der vordersten Reihe hatte einen noch helleren Schein um sich. Seine Gewänder waren noch schöner als die der anderen. Ich bemerkte, dass er ein goldenes Kreuz an der Brust trug, und um das Kreuz herum war ein leuchtender Kreis. Ich wusste, dass dieser Mann Jesus war. Am Ende der Prozession stand mein toter Vater, der ebenfalls ein weißes Gewand trug. Ich freute mich, meinen Vater hier zu sehen, aber ich war auch ein wenig verwirrt. Ich fragte ihn, Vater, warum bist du hier? Hast du hier gelebt, seit du gestorben bist? Mein Vater antwortete, ja, mein Sohn.
Dies ist unsere wahre Heimat und der letzte Ort für uns alle. Ich war überrascht, als ich das hörte, denn ich hatte immer gedacht, der Tod sei das Ende, aber jetzt schien es nicht so zu sein. Mein Vater sagte dann zu mir, deine Zeit ist noch nicht gekommen, du musst zurückgehen, dein Sohn braucht noch deine Fürsorge. Aber mach dir keine Sorgen, wir werden immer an deiner Seite sein und über dich wachen. Jesus stellte sich vor mich und berührte mit seiner Hand meinen Kopf. Er sagte zu mir, mach dir keine Sorgen, ich weiß, was du durchmachst. Ich weiß, dass du nicht glücklich verheiratet bist und dass es sehr schwer für dich ist, dich ganz allein um deinen Sohn zu kümmern. Ich verspreche dir, dass alles gut werden wird. Denk daran, dass du nie allein bist und dass ich und andere immer für dich da sein werden. Dann zeigte mir Jesus einige Bilder. Mein Sohn und ich leben in einer schönen Stadt. Wir wohnen in unserem eigenen Haus, das ein schönes kleines Häuschen ist. Ich sah, dass mein Sohn sehr erwachsen und sehr klug geworden war. Sein Lächeln war dem meines Vaters sehr ähnlich, und das berührte mich sehr. Plötzlich kam ein Mann aus dem Zimmer. Er trug ein weißes Hemd und Jeans und sah sehr selbstbewusst aus. Mir wurde klar, dass dies mein zukünftiger Ehemann sein könnte. Wir reisten zusammen und verbrachten viele schöne Stunden miteinander. Er war immer geduldig und kümmerte sich um mich und meinen Sohn. Ich sah auch ein anderes Bild. Er war immer an meiner Seite, wenn ich nach einer Krankheit im Bett lag. Er bereitete das Essen sorgfältig zu und sorgte dafür, dass ich mich sehr warm fühlte. Er war die ganze Zeit an meiner Seite und hat mich ständig ermutigt. Er sagte mir, dass er immer für mich da sein würde, egal was passiert. Ich konnte kein bisschen glauben, was ich da vor mir sah, konnte mir das wirklich passieren? Jesus schien meine Zweifel zu sehen. Er sagte zu mir, mein Kind, ich weiß, dass du schon einmal verletzt worden bist. Aber du musst lernen, mutig genug zu sein, diese schönen Dinge zu lieben und anzunehmen. Das Leben ist eine Reise, voll von Herausforderungen und Schwierigkeiten. Aber diese Schwierigkeiten werden uns reifer machen. Wir müssen unsere Arme öffnen, um mehr Liebe und Glück zu empfangen. Nachdem ich die Worte Jesu gehört hatte, war es, als ob ein Licht in mein Herz eindrang und mich entschlossener und mutiger werden ließ. Auch wenn es auf dem Weg, der vor mir liegt, viele Schwierigkeiten geben wird, muss ich mutig genug sein, die Herausforderungen anzunehmen und das Glück zu suchen, das ich mir wünsche. Am Ende kam mein Vater zu mir und umarmte mich. Ich konnte seine Liebe spüren. Er sagte mir, ich solle gut auf meinen Sohn aufpassen. Ich nickte mit dem Kopf. Schließlich lächelte mich Jesus an und verabschiedete sich, dann verschwand er im Licht. Langsam öffnete ich die Augen und fand mich in einem Krankenhausbett liegend wieder. Ich fühlte mich ein wenig schwach, aber innerlich war ich ganz ruhig und warm. Mir wurde klar, dass diese wunderbare Erfahrung nicht nur ein Traum war, sondern dass sie real war. Ich fühlte mich überwältigt von Dankbarkeit und Glück, weil ich wusste, dass ich nicht mehr allein war und dass Jesus und mein Vater immer an meiner Seite waren. Als ich langsam meine Augen öffnete, sah ich meinen Sohn. Seine Augen waren voller Sorgen und Ängste. Ich spürte, wie er meine Hand festhielt, als wolle er mich beschützen. Das gab mir ein unglaublich warmes und tröstliches Gefühl. Mama, du bist endlich aufgewacht, rief er, mit einem Gefühl in der Stimme. Ich nickte mühsam und versuchte dann, mich aufzusetzen, aber mein Kopf fühlte sich immer noch ein wenig schwindelig an.
Beweg dich nicht, Mama, du hattest gerade einen Autounfall und der Arzt hat gesagt, du hättest eine leichte Gehirnerschütterung. Sagte er mir mit sanfter Stimme, während er mir sanft die Schultern massierte. Ich schaute in das Gesicht meines Sohnes und meine Stimmung wurde plötzlich von Frieden und Glück überwältigt. Ich hatte einen liebevollen Sohn und den Segen von Jesus und meinem Vater, dass alles besser werden würde.